Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Im vorliegenden Antrag geht es um den gleichen verfassungswidrigen Staatstrojaner, den das Berliner Landeskriminalamt im Herbst 2011 wie das Bundeskriminalamt zur Umsetzung einer Quellentelekommunikationsüberwachung, Quellen-TKÜ, beschafft hat. Meine Fraktion Die Linke stellt sich generell gegen den Einsatz von Trojanern, und meine Fraktion stellt sich erst recht gegen den Einsatz, wenn dieser auch noch verfassungswidrig ist. Denn ob die Strafverfolgungsbehörden mit dem Einsatz des Staatstrojaners rechtlich auf sicherem Boden stehen, ist mehr als nur fraglich. Zunächst einmal gibt es bis zum heutigen Tage keine Rechtsgrundlage dafür, die den hohen Maßstäben genügt, die sich aus dem Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer System ergibt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zu Online-Durchsuchungen aus dem Jahr 2008 versucht, diese Grenze verfassungsrechtlich sauber zu gestalten. Die Quellen-TKÜ soll nur nach richterlicher Genehmigung und unter engen Voraussetzungen zum Schutz überragender wichtiger Rechtsgüter zulässig sein. Und vor allem nur mit einer hinreichend konkreten gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage. Diese gibt es bis heute nicht, und diese Ansicht ist übrigens auch der Bundesgerichtshof. Nun wollen Sie die Quellen-TKÜ auch ohne eine spezielle Rechtsgrundlage einsetzen. Aber auch hier müssen Sie sich an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes halten. Und genau das ist mit der Software, die Sie einsetzen wollen, nicht möglich. Die Argumentation von Rot-Schwarz fußt auf der naiven Annahme, man könne mit einem Staatstrojaner nur die laufende, verschlüsselte Kommunikation abgreifen. Sie glauben ernsthaft, man könne die Überwachung der Kommunikation an der Quelle von der Überwachung des restlichen Computers trennen. Dann glauben Sie wohl auch, dass Drohnenfalter tatsächlich auch nur Drohnen falten können. Denn ist Zielrechner erstmal auf der Spähsoftware infiziert, können die Behörden problemlos das ganze Schnüffelprogramm fahren. Man kann alle Aktivitäten des Nutzers aufzeichnen. Man kann nicht nur Webbrowser und verschlüsselte Kommunikationsdienste wie Skype oder Mail- und Chatprogramme überwachen. Man kann Screenshots machen oder das eingebaute Mikrofon einschalten und im Raum mithören. Man könnte aber auch die eingebaute Webcam anschalten und die Bilder aufzeichnen. Man könnte jede Eingabe auf der Tastatur notieren oder die Festplatte durchsuchen und Inhalte verändern. Man könnte auch ohne weiteres belastendes Material hinterlegen oder. Die technischen Möglichkeiten sind Ihnen allen bekannt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir hatten dazu Experten angehört, das bestätigte auch die Analyse des Bayern-Trojaners. Wir haben uns dies alles also nicht aus dem Hut gezaubert. Und nach allem, was wir bisher bekannten Spähprogramme wissen, bleibt es dabei. Eine explizite technische Kontrolle und somit ein rechtsmäßiger Einsatz einer solchen Software ist sinnlich weg nicht möglich. Und vor allem ein System, das einmal von einem Trojaner befallen war, ist nicht länger vertrauenswürdig und daher für Beweisführungszwecke nicht mehr geeignet. Mit Sicherheit ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Aber dieser Grundsatz gilt auch für staatliches Handeln. Festzuhalten ist, das Land Berlin hat nichts, aber auch nicht wirklich, nichts aus dem Scheitern des ominösen Trojaners auf Bundesebene und in anderen Ländern gelernt. Der Senat will weiter Schnüffelsoftware beschaffen und die bereits beschaffte weiterentwickeln. Wenn man ihm konkrete Fragen stellt, so wie mein Kollege Klaus Lederer in seiner Anfrage, dann hüllt er sich in Schweigen und verweist auf die Vertraulichkeit. So kennen wir das ja schon. Wenn es kritisch wird, schiebt man den Geheimschutz vor. Die Koalition hat zu dem Thema einen Antrag eingebracht, aber lässt ihn in den Ausschüssen schmoren. Was ist eigentlich damit?
Das ist ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Ich finde, man kann realistischerweise nur zu einem Schluss kommen. Der Einsatz ist in der Praxis nicht rechtsstaatlich kontrolliert und begrenzbar. Es handelt sich um einen Eingriff in die Privatsphäre, der unvereinbar mit Recht und Grundrecht ist. Meine Fraktion Die Linke hat keinerlei Verständnis für den Versuch, diese Rechte aufzuweichen. Ein Programm, welches diese Möglichkeiten bereithält, überschreitet die Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht aus gutem Grund gesetzt hat. Eine grundrechtskonforme Quellen-TKÜ ist nicht möglich. Darum lassen wir es sein und machen diesem Treiben ein Ende. Herzlichen Dank.